So, da wären wir beim neuen Projekt. Let's play Resident Evil. Auf dem verrückten Sega Saturn. Es war eine ganz schöne Scheiße, den Emulator einzurichten. Ja, das und kann man so sagen. Ab und an hatte noch ein paar grafische Mängel. Was soll uns nicht stören, dafür werden wir mit dem neuen Hunter beglückt. Beglückt. Das ist wahr. Ich habe mir sagen lassen, es gibt auch einen goldenen Tyrant. Das finde ich auch sehr gut. Nein, da schauen wir mal. Also, wir haben Grafik ein bisschen gut gemacht. Also, vorher war es echt ein Pixelpreis. Geht jetzt alles? Ich finde es nicht schlimm. Dank OpenGL. Ich freue mich jedenfalls sehr als Resident Evil Fetischist. Du trägst sogar ein Stars-T-Shirt. Ja, extra. Seht ihr es, Kinder? Ihr könnt es nicht sehen. Nee, wozu auch? Wozu auch? Aber es ist cool. Es passt dazu. Ja, dann wollen wir mal, wa? Fangen wir gleich mal an. Machen wir mal diese Demo weg hier. Die geht nicht weg. Warum wird die Demo jetzt nicht weg? Drück doch auf Start. Mach ich doch. Ach, dann gucken wir, da guckst du einfach an. Jetzt bestimmt. Ja, jetzt. Ach, Kinder, siehst du, es geht doch alles, wenn wir wollen. Capcom. Weg. Weg. Und jetzt. Resident Evil. Oh, er hat ja so recht damit. Biohazard. So. Wir können wählen zwischen Chris oder Jill. Ich persönlich spiele eigentlich lieber mit Jill, aber ja. Wir nehmen Chris. Ja, weil wir so oft Jill spielen, haben wir gedacht, jetzt machen wir mal den schwereren Durchlauf, weil wir können ja mal kurz den Nicht-Eingeweihten erklären, was die Unterschiede sind. Ja, also einmal, er hat natürlich nur 6 Itemplätze, Jill hat 8, dann steht ihnen jetzt nicht Barry zur Seite. Der, was wirklich schade ist. Ja, Barry hilft ja in einigen Situationen mit Munition, mit dämlichen Sprüchen. Jill Sandwich mit dämlichen Sprüchen, mit einer riesigen Pflanze und einem Flammenwerfer. Ja, aber dafür haben wir ja Rebecca. Die ihn ab und an heilen kann. Genau, ein paar Rätsel sind ein bisschen anders. Das, ja, das mit der Schrotflinte, mit dem Klavier. Ja gut, das ist jetzt kein. Ja gut, das ist aber jetzt kein richtiges Rätsel, finde ich, mit der Schrotflinte. Aber egal, wir werden. Und er braucht Schlüssel, um Schlösser zu knacken. Tja, dieser Chris. Das ist auch scheiße. Dafür hat er ein Feuerzeug, er ist ja Hardcore-Raucher. Und er ist männlich und hält mehr aus. Das ist der einzige das Vorteil. Das stimmt, Jill verkraftet Bisse nicht so gut. Deswegen muss man meistens ein Kraut mit rumschleppen. Und Chris hält mehr aus. Ich bin jedenfalls mal auf die Hunter gespannt, weil ich habe ja zwei Versionen. Einmal die Director's Cut und die Platinum-Version. Bei der Platinum-Version sind die Hunter komischerweise stärker als bei der Normalversion, die mit auf den Director's Cut drauf ist. Ich weiß nicht warum. Mal gucken, wie es hier ist. Ja. Nun legen wir mal los, wa? Jupp. Der Chor ist super. Und ich glaube, dieser selbe Chor kommt auch bei Braindead vor. Dieser verrückte Peter Jackson-Film, du erinnerst dich, ja? Das ist richtig. Kann man sagen. Ja. Waschbärwald. Oh. Das ist meine Lieblingsepisode von den Raccoons. Keiner lacht. Nur weil Cyrus Nier da mega mutiert ist und alle gegessen wird. Zum goldenen Tyrant. Aber siehst du, das Video ist auch in Schwarz-Weiß, wa? Mhm. Auf dem PC ist es in Farbe. Bei der Platinum-Version ist es auch Schwarz-Weiß. Der Director's Cut, den ich habe, der hat ja 3 Spiele drauf. Einmal die leichtere Version, da ist er auch Schwarz-Weiß. Dann die normale Version, da ist er in Farbe. Und dann hat der Director's Cut selber, das ist auch in Farbe. Ja. Ach, also diese ganzen Resident Evil-Versionen, da blickt keine Sau mehr so wirklich durch. Ja, es geht. Aber ich finde das cool mit echten Schauspielern. Das fand ich damals auch so gut. Auch Command & Conquer, genau. Diese Zwischensequenzen, wie gut die waren. Das waren echt gute Zeiten. Ja, und heute, das kannst du ja heute... Das, die Zeiten sind leider vorbei. Er trägt Woodland. Helicopter. Nobody was in it. Da ist er, Barry Burton. Und Duke Nukem. Duke Nukem. Miss Valentine. Und er hier, unser Hardcore-Raucher. Und Säufer. Chris. Jetzt hat er den Hund gerufen. Hey, komm her! Darauf reagiert er leider. Das ist eine von den Puppen. Da war dieses gute Geräusch. Genau. Das habe ich nämlich gestern auf D-Max gesehen in so einer Vorschau für so ein Dschungel-Survival-Dings, da haben sie das wirklich eingebaut. Dieses Sample, dieses. Ja, dieses Sample kann ich denken, das wird auch oft für Drachen und Monster generell Zeichen. Später kommt noch ein Sound-Sample, das kommt bei die Arche vor. Wie heißt der? In Willi der Arche Holzwurm. Ist der Wurm drin. Genau, mit Willi Holzwurm, wer kennt ihn nicht?
Nee, aber dieses Sample, das war auch bei einem Land von unserer Zeit, bei diesem T-Rex, der Schafzahn, der hat auch dieses Geheule gemacht. Das ist fantastisch. Ja, diese. Oh, die. Da spackt der Videokram gerade ein bisschen ab. Ja, solange es nur das Video ist. Und da ist es. Eine Villa. Villa Kunterbunt. Jetzt kommt das Intro von einer 80er Jahre Action-Sendung. Oder 90er. Plötzlich ist es in Farbe. Captain Wesker, Jill und Lisa. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Herrlich. So schön, dass man den Text da rechts unten gar nicht lesen kann. Der kann auch sonst was. Alter, Blutgruppe, Jill, Geschlecht, das ist egal. Barry Burton. Ja, er ist sowieso der Beste. Ja. Er ist so der Chuck Norris des Resident Evil-Universums. Ja, der kommt leider viel zu kurz. Aber im neuen Revelations taucht er ja auch wieder auf. Albert Wesker hat übrigens den Albert Wesker Contest gewonnen. Das stimmt, den hat er wirklich gewonnen und eine Fruchtgummi-Jorn bekommen. Ja. Ja, dann mal los, Leute. Ja, wir sind entkommen und glaubten uns sicher. Welch Irrtum, und der Einzige, der es weiß, ist Wesker, dieser Schuft. Dieser Schlingel, wir wollen ja nicht spoilern. I don't know what happened. Jill's Barrett fehlt. Nee, das ist so ein, damit der Kopf noch Luft kriegt. Ah. Well, I'm sorry, but he's probably. Ja, was? No. What is that? I'll go and check. Raucherstimme. Okay. Ich geh mal gucken. Da muss auch dieses Gerät erst so an den Kehlkopf halten. Das wäre zu dämlich, ey. Okay. I'll go check. Chris. Ich hoffe, du bist nicht genauso ein Klotz wie Harry. Sieht man doch jetzt schon, natürlich. Er ist ganz schön klotzig gebaut. Ja, Resident Evil 1 ist das Klotzerlebnis schlechthin, keine Frage. Aber ich liebe diesen Teil trotzdem. Ich auch. So. Ich liebe alle Resident Evil Spiele. Geh mal ins Menü erstmal, du bist ja noch unbewaffnet. Ja, und? Ach, interessiert dich nicht. Nö, brauchen wir jetzt nur nicht. Na gut. Vertrau mir. Na gut. Hallo? Ach, das war übrigens ein Dining Room. Wir haben unseren Einsatz verpasst. Nee, das können wir auch nur machen, wenn Barry dabei ist. Ach. What is this? A Dining Room? Also ein Albino frisst. Das ist, für den Zombie ist es auch gerade ein Dining Room. Hä? He's not amused. Ach, sieht nur so aus. Ja. Einfach mal ignorieren. Mach was draus. Mein Freund. Ach ja, diese Türen aus gut Sweet Home. Sweet Home. Ladesequenzen. Das war da genauso, ja. Mal schnell Wesker von den Abenteuern berichten. Wesker, du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Doch. Doch, aber. Nein. Oh nein. Aber es kommt die gute Musik, ja. Die Musik. Die Musik ist sehr gut. Bei dem Teil finde ich. So Wesker? Typische 80er Jahre Keyboards. Sehr stimmungstief. Tja, alle weg. What happened to Jill and Wesker? Eine gute Frage. Das würden wir nie erfahren. Nee, zum Glück nicht. It's Jill's gone. Praktisch. Es ist tatsächlich eine Beretta, ja. Mhm. Das Spiel lügt nicht. Mit saftigen 15 Schuss. Ich bin gerade am Überlegen, ja. Macht mehr Sinn. Wie? Du gehst gar nicht aus der Haupttür raus? Na. Das müssen wir auch noch machen. Ja, das machen wir. Das muss doch immer sein. Das muss sein. Ist ja nicht so schlimm wie beim Remake. Wo dann die Hunde reinkommen? Ja, denn hier kommt ein Elefant rein. Sega Saturn, verrückte Konsole. Immer für eine Überraschung zu haben. Ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Ist er noch da? Natürlich. Oh, da kommt er angewankelt. Nein. Oh, kein Auto. Ach, guck dir das Pixelblut an. Das war noch Zeiten, wa? Ach, da liegt er. Vor der Tür, faule Sau.
Er ist noch nicht tot, der Nein. Arsch. Also eigentlich schon, aber er ist ja ein Zombie und... Ach, ja. Das ist philosophisch alles so ja. verkehrt. Ja, naja. So, wen haben wir denn hier? Da liegt ein Kopf. Geburtstagskuchen. Kenneth from Stars Bravo Team. Stars. Ich finde das sowieso so cool, wenn man sich das Handbuch so durchliest. Erstmal schön die ganzen Erklärungen der Charaktere und die Hälfte findet man nur tot vor. Ja, das stimmt. Es haben wirklich nicht viele überlebt. Sehr viele Magazine, das ist gut. 2 Stück. Ja, wir haben nochmal festgestellt, dass Sweet Home hat uns doch irgendwo ein bisschen doch gefallen. Ja, aber wir werden es auf jeden Fall nochmal spielen, allerdings nicht ganz legal. Naja, was heißt legal? Wir versuchen Cheats zu kriegen, weil es doch sehr schwer ist, aber wir möchten gerne ja, Parallelen zu Resident Evil aufschlüsseln, weil wir haben schon einiges gefunden. Also halt von den Charakteren ja teilweise, Fähigkeiten. Ja, und ich mag es, das Spiel. Das ist jetzt wie da, du man hat dieses riesige Hallending, hast die ganzen Räume zur Auswahl und musst dir richtig Zeit für die Räume lassen. Und die neuen Resident Evil Teile sind ja blöder Action-Kram eigentlich im Grunde nur noch. Oh, guck ihn dir an hier. Auch leicht abgenagt. Er hat Pudding im Gesicht. Du musst mal überlegen, früher war das halbwegs gruselig und heute ist das so billig, aber es ist trotzdem sympathisch. Ich mag's. Ich mag's. Ich auch. Liebe es. Und jetzt? Schöner Teppich. Jetzt hoppelt er wie ein Känguru hoch. Hopp, hopp. Das erinnert mich an dieses LSD-Simulator-Spiel. Ja, stimmt. Das war bisschen auch hüpf. Warte mal, ich weiß jetzt gar nicht. Kommt man schon auf den Balkon? Ah, das war noch Survival-Horror, wa? Und nicht diese stupide. Quicktime-Event-Kacke. Ja, ist auch ganz. Obwohl Quicktime-Events gab es ja jetzt hier auch schon bei. Sweet Home hatten wir doch, ne? Ja. Mit dem. Aber daraus bestand nicht das ganze Spiel. Mal sind die auch ganz cool, mag ich auch, aber du kannst nicht ein ganzes Spiel daraus machen. Nein, das ist Schwachsinn. Da ist man einfach zu alt für. Ja. Und schon wieder ein Toter. Das ist der Forest, ne? Das müsste Forest sein. Ja. It's Forest. He's been pecked to death by crows. Ach, Scheiße. Wenn man vom Teufel spricht. Aha! Schnell, Chris! Lauf! Na, die Munition war es wert. Obwohl man auch sagen muss, so Quicktime Walking Dead zum Beispiel ist okay. Dass da so ja. Da passt es komisch. Das ist, ja ist aber auch keine Non-Stop-Action bei Walking Dead. Also da hat man auch viele Ruhe. Auf dem Sims. Da hat man auch viele Ruhe. Was? Auf dem Sims? Ein Lackenschlüssel, glaube ich. Ach, das ist ein kleiner Schlüssel. Den nehmen wir gleich mal mit. Ja, das ist eigentlich so ein interaktiver Film, da passt es schon wieder. Genau, da hat man auch ziemlich viele Ruhephasen, wo man sich mit den Charakteren unterhalten muss. Genau, Dialog aussuchen, das finde ich schon wieder gut, aber... Oh, ach Mensch, ich bin doch du bist doch ein Türfetischist, ich bin doch gar nicht auf die Tür zugegangen. Ja, ja, sag das mal der Tür. Das ist jetzt bestimmt so ein Endlos-Bug. Ja. Ja, der wird jetzt auch 5 Teile so dauern jetzt, da können wir nichts machen. Guck. Na, siehst du? Ja. Klappt doch alles. Alles super. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ist doch alles gut. Hier brauche ich wenigstens nicht so richtig auf die Karte gucken. Nee, also das Spiel können wir komplett auswendig. Das habe ich auch so oft gespielt, gerade den ersten Teil. Ich freue mich auch auf das GameCube Remake. Ja, das ist gut. Und wir können auch voller Stolz verkünden, wir werden 1.5 spielen. Was ja als zweiter Teil geplant war und dann hat die Produktion gesagt, ach nö, gefällt uns nicht, mach mal wieder Film 4, was anderes. Das gehen wir jetzt schön chronologisch durch alles. Da willst du nicht hier den Laborant... I'm a Beatbox Rocker. Das ist ein Fatboy Slim Lied hier. Check it out now. Fuck Soul Brother. Ich wollte eigentlich versuchen, nur einen zu killen. Da siehst du, da versagt die Emulation. Die stöhnen bestimmt nicht im Sega Saturn. So, oder? Doch, bestimmt. Echt? Ach, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ist ja auch egal, ist ja lustig. Steht noch einer auf? Scheint so. Voll am Scratchen hier. Aber DJ Zombie, was machen sie denn? Chris, du musst diese Statue kaputt machen. Ja, schieb sie. Los, Chris. Los, Chris, du Klotz. Du Klotz. Hier
jetzt mal die Einrichtung demolieren. Ist doch scheißegal. Na, Klotz. Wer auch so ein komisches... Klotz. Wer auch so ein komisches Schließsystem in so einer Villa installiert. Na, ich bin es gewohnt, ohne Analogstick zu spielen. Ja, wir müssen leider mit Analogstick spielen. Was geht mit dir jetzt? Habe ich ein Stückchen zu weit geschoben? Das kann sein. Na, Chris. Muss genau in die Mitte. Herr Chris Redfield, sind Sie etwa mit Harry Mason verwandt? Herr Chris Redfield, sind Sie denn schon wieder betrunken? Ah, geht doch. Flachmann immer dabei, oder wie war das? Man muss erst drohen. Kombinier's mit dem Schlüssel. Cool, ich kann den Schlüssel verschießen. Das ist aber nett. Wie sind eigentlich die ganzen Mitarbeiter so schnell ins Labor gekommen? Mussten die auch erst Statuen zerstören und irgendwas einsetzen und... Ja, das ist ein bisschen blöd. Scheuert. Oh. Ja, die haben doch im Labor geschlafen. Stimmt, sehr erfolgreich. Einmal drin. Einmal drin, die will's raus, ja. Und? Hops. Aber nicht runterfallen. Nee. Er nimmt auch jede Stufe ein. Ja, er weiß ja, was er für ein Klotz ist. Er will ja nicht überstürzen im Wasser des Wortes. Klack, klack. A dining room. Sie haben gefunden einen sehr blauen Stein. Den will ich nicht. Ich will die kaputte Statue. Die reizt mich viel mehr. Es ist so schade, es ist so gut mit diesem Herrenhaus und dass alles so still ist und dann diese Laborscheiße da unten, das hat der Film auch nicht gut gemacht. Einfach Nein, mal. Vor allem den Umbrella-Logos findet man hier eigentlich erst später nur. Ja, macht ja auch auf Sinn. Auf den Computer, glaube ich, sogar nur. Ja. Sonst nicht so hier an jeder, ja, überall. Ja, wie Coca-Cola, erstmal alles mit seinem... Selbst diese gefakte Mona Lisa hätte ein Umbrella-Logo auf der Stirn gehabt. Ja, wie so eine Inderin auf der Stirn. Damit können sie bestimmt Laser schießen. Wie uns Drawn Together beigebracht hat, stimmt das. So, a dining room von oben. So. Bereit für neuen Zombie-Spaß? Nein! Oh doch! Wenn erst die Hunter kommen. Ach, das wird toll. Oh! Hier wimmelt's ja von Wissenschaft. Ist ja wie ein Kongress hier. Oh, das sehe ich natürlich gut. Wupp. Scheiße. Ist doch gut, alles gut. Wupp. Guck mal, wie die Gedärme lustig aus ihren Torso rausquillen. Viele sagen ja, Sega Saturn ist die grafisch schlechteste Version, aber eigentlich geht es doch. Also ich sehe da ehrlich gesagt jetzt nicht so einen großen Unterschied zur PlayStation-Version. Ist okay. Gut, PC war, glaube ich, wirklich besser. Die Streifen da oben jetzt kommen jetzt auch durch die Emulation, das müsst ihr verzeihen, weil... Können die doch gar nicht sehen. Außerdem hat kein normaler Mensch einen Sega Saturn. Och, kacke, jetzt ich ganz schön. Verballert, ja. Na gut, an den hätte ich nicht vorbeilaufen können. Oh, Flickerflack. Oh, die ist das. Ich hoffe, es kommt nicht, wenn wir auf Hunter treffen. Doch, natürlich. Das ist erhöhte Schwierigkeitsgrad. Chris, pass auf, jede Stufe einzeln. Denk dran. Ja, das machst du sehr gut. Wie so ein Kind, was laufen lernt. Oder wie ein Alkoholiker, der wieder versucht, im Leben klarzukommen. Oh. Schnell in den Safe Room. Ja. Ach ja, hier wird noch Hunter-Spaß passieren, wie es sich gewaschen hat. Nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Oh Gott, wow. Was ist das? What is it? What? Oh no! Sorry, I didn't mean to do that. You must be from the Bravo. Sie hat Hausschuhe an. Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Ja, das war ein Fehler, meine Liebe. Du klingst so niedlich. Ich möchte dich sofort beschützen. Yes, I'm Chris Redfield from the Alpha team. Ich bin Klotz. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing,
I just ran into this house. Diese jazzige Musik im Hintergrund auch. I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. Oh. Okay, und jetzt ausziehen. It's strange. Und gut, dass ein Bett in dem Raum steht. Und vor der Tür drei Zombies rumwuseln, aber das sollte uns ja nicht stören. Ballern sich ein Serum rein, dann sind sie erstmal betäubt. Aber ohne Scheiß, war in diesen Speicherräumen die Musik nicht immer anders? Die war doch ein bisschen viel, die war auf jeden Fall nicht so jazzig. Nee, ich glaube... Nee. Das war andere Musik, auf jeden Fall. Nee, ich glaube nicht. Die kann sein, dass sie bei Jill anders ist. Da will ich mich jetzt aber nicht drauf... Das war so eine ruhige, auch sehr coole Musik auch. Zeige ich den... Clip wieder rausgeschmissen. Naja, als ob wir Munition bräuchten. Ich finde es dämlich, wenn man das Messer ablegt, dass es dann zwar keinen Platz mehr belegt, aber man hat trotzdem dieses Messerhälfte. Verstehst du, was ich meine? Nein. Hier, guck, man hat die Scheide doch da hängen. Ach so, das meinst du, an seinem Körper. Und was steckt da jetzt da rein? Hat er da jetzt zum Beispiel... Ja, da hat er jetzt Gummibärchen drin. So. Snack. Da packt er sich Snack rein. Steckt er sich die Knarre rein. Ja, richtig. Ja, wir haben hier noch kein... Check. What is this? Ah, es ist das Schwertschlüssel. Ja. Wir haben leider noch kein Tintenband. Kann sein, dass hier eins liegt. Nö. Egal. Speichern ist ja auch für Pussys. Well, what should I do now? If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? Ja, mach. Ich habe sie bisher immer hier gelassen. You take Rebel, ich wollte jetzt eigentlich gucken, ob ich da hinten reinkomme und dieses Glas-Dingens da einsetzen kann. Das Glas-Dingens? Ja, den Diamanten. Achso, ja. In die Löwenkopf da. Ja, nehmen wir sie mit oder nehmen wir sie nicht mit? Was passiert, wenn wir sie mitnehmen? Ja, wollen wir mal Experimente wagen jetzt bei diesem Let's Play? Ich habe sie bisher immer hier gelassen. Ja, dann lass sie doch da. Ach, nehmen wir sie mit. Ach. Let's do it. Yes, sir. Sie stürzt sofort auf, geht raus und ist tot. Das wäre dann ziemlich dämlich. So 10 Minuten im Spiel und schon das schlechte Ende freigespielt, hurra. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn sie stirbt, dann ist das Spiel zu Ende, oder? Ja, das wird mit dem Klavier dann schon mal nichts. Ja. Dann kann er es auf einmal doch. Hä? Sophie, ich komme mit. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. Oh, nee. Oh, das ist ja toll. Funk Soul Brother. Nee, ja, herzlichen Glückwunsch, Chris. Sie haben das T-Virus jetzt in sich. Das macht ihm nichts, er weiß ja noch nichts davon, dass es das gibt. Genau, man kriegt es ja erst nur, wenn man es weiß. Das ist Placebo. Das ist ja Placebo. Wer auch immer diese Villa eingerichtet hat, sehr schlechter Tapetengeschmack. Das war Spencer. Das war Albert Wesker. Wo ist denn der Penner jetzt? Na, das war aber cool ausgewichen, mein Lieber. Chris hat's drauf. Wie eine junge Gazelle hier. Eine junge Gazelle. Die gar nicht so gut im Springen und Laufen sind, weil sie noch jung sind. Aber das... Das soll uns nicht stören. Nein. Und hier haben wir ein Emblem. Ach, das brauchen wir nicht. Nee, ich geh einfach wieder raus. Ach, wie viel Zeit sich das Spiel auch für solche Animationen lässt. Ich mag das. Auch bis es wieder genau wieder richtig umgedreht ist. Und dann kannst du erst weiterspielen. In der heutigen Welt ist das viel zu langsam. Ja. Auch diese Ladeanimation. Das kannst du heute vergessen. Nein, nein, nein. Ach, wie besoffen er rumtaumelt. Er blutet ganz schön. Ja. Ist so ein Bluter. Er sieht noch nicht ganz tot aus, wenn du mich fragst. Blutet auch noch nicht. Jetzt ist er fertig. Warte mal. So, ist das der Pfannkuchenraum? Pfannkuchenraum? Mit der Decke? Nein, nee. Der ist auf der anderen Seite vom Gebäude. Ja. Keine Sorge. Hier wäre die Schrotflinte praktisch.
Aber die haben wir noch nicht. Ist das das, wo der Typ aus dem Zauberschrank? Ja, aus dem Zauberschrank. Ich hab hier so einen Zauberschrank, wissen Sie? Ja. Spoiler! Jumpscare! Los, Chris, hau ab. Der Stuhl! Der Stuhl! Das muss man sich auch mal echt vorstellen. Verdammter Stuhl! Das ist so gut, ey. Das war schön am Stuhl. Also das Stöhnen der Zombies ist... Danger. Das ist aber kacke. Ach, weil wir auch keine Kräuter und keinen Erste-Hilfe-Spray haben. Ne, das habe ich ausgepackt. Aber ich weiß, wo wir Kräuter finden. Mann, hören Sie auf rumzuscratchen. DJ Zombie, hören Sie auf damit. Er ist tot, ne? Ja, die Musik sagt ja. So, Tagebuch lesen, weil in dem Tagebuch wird unsere Lieblingsgegnerart ja erwähnt. In dem jetzt schon? Ja, aber schon. Schrotflinten, Shells. Ja. Reapers. Nee, Keepers Diary. Reaper. At night, we played poker. Naja. Da steht es. It looks like a gorilla without any skin. Damit sind ja auf jeden Fall die Hunter gemeint. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich eher wie so ein Fischreptil irgendwas aussehen. Ein Reptil mit Menschenembryo gekreuzt. Ja, später auf jeden Fall. Also Reptilien-DNA mit einem Menschenembryo. Aber man muss wirklich sagen, in dem Teil sehen sie wirklich aus wie so gehäutete, verweste Gorillas. Das stimmt schon. Ja. Nee, frischen, sie haben Schwein, bla bla bla. Und hat, ja genau, und es hat sich sehr erfreut, einzeln die Gedärme rauszuziehen. Das ist schön geschrieben. Ach ja. Naja, und jetzt weiter zum Zombie. Langsam aber sicher. Ja. Ja. Tja, sieht ja, nicht so gut aus. Das, wenn er schon den Anzug nicht mehr braucht, ne? Das ist Space Suit vor allen Dingen. Sind sie da als Astronaut rumgelaufen? Ja, ja, Kinder. Dicke Blase an seinem Fuß gefunden, ja, da geht's schon los. Wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr ja auf Stopp machen. Genau. Wir kennen's ja schon. Wir kennen alles in- und auswendig. Tasty. Itchy Tasty, das könnte so ein Slogan von McDonald's sein. Itchy und... McDonald's, Itchy Tasty. Wie dämlich. So, jetzt müssen wir gucken, draußen lungert noch so ein... Drei? Ach nee, das war ja beim Safe Room. So, beim Safe Room. Hier lungert einer dann rum, oder? Obwohl, den hast du auch erschossen. Hier lungert gar nichts mehr rum. Doch. Ja? Oh. Ignorieren. Ich riskiere jetzt nicht daran, vorbeizulaufen. Nein! Itchy Tasty. Och, das muss ein ganzes Nest sein. Also ich finde, bei Jill sind weniger Zombies. Oder zumindest auf der PS-Version hatte ich hier weniger. Kannst du mal wieder sehen. Ist natürlich praktisch. Geht so. Aber ein bisschen eine Herausforderung für unseren großen Resident Evil-König hier. König. Ich bin kein König. Seid ihr jetzt tot? Einer ja. Der andere blutet noch nicht genug. Oder? Kannst du schlecht erkennen. Nö, sieht gut aus. Ich wag jetzt auch nicht rüber zu laufen, nachher beißt er mich und ich bin tot. Aber siehst du, er hat sich noch bewegt beim Vorbeilaufen, der lebt noch. Könnte auch ein Grafikglitch sein, oder? Ich möchte nochmal daran erinnern, dass das einfach nur ein Emulator ist. Also. Och, guck! Ach! Na, siehst du? Finte, nicht schlecht. Manchmal beißen sie dann zu, wenn man drüber läuft. Schlawiner, die lernen ganz schön dazu, obwohl es so. Ach, Kacke! Jetzt habe ich Mist erzählt. Hier kommt man ja noch gar nicht ran. Hier hast du noch diese magische Zauberpflanze. Ach ja, die gibt's ja, genau, der Brunnen. Ja, hast ja recht. Da brauchen wir ja Gift für. Sonst komme ich ja gar nicht an die Kräuter ran. Nee, sonst gibt's wieder japanische Tentakel. Das wollen wir ja nicht. Jetzt ist nur das Problem, draußen ist ja jetzt. Naja, diese drei Zombies, da darf ich mich nicht beißen lassen. Und dann muss ich zu Rebecca gehen, damit sie mich heilt. Und jetzt, wo sie mitkommen sollte, ist sie bestimmt nicht mehr in den Raum. Am besten, das wäre so dämlich. Das wäre toll. Ja, das wäre super. Da hast du einen richtig schönen Hard-Modus erwischt. Scheiße. Ja, du wolltest es so. Du wolltest es ja so.
Holzig. No! Okay, das war's. Scheiße, scheiße. Ja, das war ja ein Flop hoch 3. Das war ja ein kurzer... Scheiße. Aber gute Nachrichten, diesen Bildschirm werdet ihr so schnell nicht wiedersehen. Ja, wir machen einen Schnitt, würde ich sagen. Wir spielen wieder bis zu dem Bereich. Ja, das machen wir. Also, bis denn, Kinder.